Was mir an Deutschland gefällt, ist, dass man viele Möglichkeiten hat, seine Freizeit aktiv zu gestalten. Ich kann die Sportart ausüben, die ich mag. Ich kann auch viel verreisen, viele andere Städte und Länder besuchen oder Klavier spielen, mein weiteres Hobby. Beim Tennis mache ich den Schlagabtausch und die Herausforderung. Und das nicht nur hier auf dem Platz, sondern auch bei der Arbeit. Ich war bereits als Austauschschüler für einen Monat hier in Deutschland und damals wurde ich von meiner Gastfamilie sehr herzlich aufgenommen. Die haben mir sehr viel gezeigt und geholfen und ich habe noch eine Rundreise durch Deutschland gemacht und danach wurde mir klar, dass ich hier in Deutschland studieren und arbeiten möchte. Und zum Glück war es einfach, so ein Studentenvisum zu bekommen. Und mittlerweile fühle ich mich sehr integriert, auch von der vietnamesischen Community. Während meines Maschinenbaustudiums habe ich als Tutor an der Uni gearbeitet und dort habe ich viele deutsche und internationale Freunde gefunden. Und heute entwickle ich Software für Roboter-Schweißanlagen und dabei kann ich mein Studienwissen in die Praxis umsetzen. Und in meinem Beruf habe ich auch viel Entscheidungsfreiheit und das gefällt mir sehr. Das internationale Büro der Uni hat mich in der Anfangszeit sehr viel unterstützt und mir zum Beispiel bei der Wohnungssuche geholfen. Und in meinem Unternehmen wurde ich auch von vielen erfahrenen Mitarbeitern eingearbeitet. Und das alles hat mir dann ein Leben im Betrieb und im Alltag sehr erleichtert. Trotzdem ist mir der Kontakt zu meiner Familie und meinen Freunden in Vietnam sehr wichtig. Regelmäßig telefonieren wir und normalerweise einmal im Jahr fliege ich nach Hause zu meinen Eltern. Für meine Zukunft wünsche ich mir, mich weiter im Beruf zu etablieren und später als Projektmanager zu arbeiten. Gerade in meinem Bereich ist ja wichtig, dass man immer am Ball bleibt und immer was Neues dazu lernt. Und ich glaube, Deutschland bietet mir die besten Perspektiven und meine Ausbildung und meine Fachwissen werden hier sehr geschätzt.